So, dahin, aber mir fällt gerade noch was ein. So. Sarah scheint auf den Namen Tarek zu tragen. Und mit dem Namen Arabido. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne? Da oben hingehen. Diener, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Leg dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saida. Los, Enkidu. Die wahren Antworten finden sich in Büchern. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Saida. Wenn ich das übersetzte Buch erhalte, werden wir ja sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens ist. Wie du wünschst, Saida. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Es könnte zu noch mehr Blut vergehen. Da sind ja noch mehr, Alter. Wo kommen denn die beiden da her? Alter! Die alle her auf einmal. Nicht.
Das ist noch einer. Ich hab dich in Stücke. Das Vergnügen lag ganz bei uns. Du Huße, sonst wirst du Alas Zorn spüren. Alter. Man braucht Nerven aus Stahl, um hier das Gesetz zu brechen. Puh. Sachra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen. Nur gut, dass Hunayn nicht ein Wort übersetzen konnte. Ich muss immer noch Ahmad finden. So, jetzt sind wir erstmal außer Gefahr, hätte ich beinahe gesagt. Also irgendwo dahin. Ich falle besser nicht auf. So, dann haben wir den ersten. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Genau, so. Habe ich das erledigt. Und jetzt habe ich ja wieder zwei Fertigkeitspoints, ne? Zusätzliche Hilfsmittel oder ein Kino? Ja. Haben wir einen da. So, und dann haben wir hier... Zarek ist ein Ordensmitglied mit dem Namen Arabiso. So, dann gehe ich mal kurz ins Inventar, weil ich habe es ja nicht lesen können. Ich hoffe, der ist noch hier da, ne? Verbesserungspläne, Sammelobjekt. Oh nee, durch die ganze Raderei. Kann ich den Brief nicht mehr lesen? Eieieiei. So. Jetzt müssen wir Ahmad noch finden. Ich gucke mal gerade ganz hier. Fraktionen. Nein. Das haben wir auch. Oh, schade. Kann man den Brief nicht mal nachlesen im Inventar? Wie gesagt, sorry dafür, aber... Das wäre jetzt ja ein Knaller, ne? Quest, die Verbesserungspläne habe ich, ne? Aber ich habe nicht... Ah, okay. Wir reisen mal ganz kurz zurück. Dann werde ich da kurz mal noch die nächste Verbesserung hier holen. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Sorry dafür. Willkommen, willkommen! Welche neuen Wunder habt ihr geschaffen? Genau. Das ist mein Angebot. Nehmen wir... Nee. Sonst noch was? Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. So, kann man das verbessern? Wir brauchen...
Dies brauchen wir hier, ne? Die Bauteile. War's das? Ja. Ich danke für eure Hilfe. Leb wohl. Haben wir hier irgendwo eigentlich einen Händler? Der nächste Händler ist leider hier ist. Hilfsmittel Schnellansatz. Du hast ein Hilfsmittel freigeschaltet, das ist Schnellansatz unterstützt. Halte mit einem Wurfmesser ausgerüstet, LT und drücke Y, X oder A, um schnell dann dort zu wechseln. Okay. Ja. Brauche ich den nicht angezeigt bekommen? Hier durch? Ja. Nee. Da lang. Und dann ist sie hier. Ich auch nicht, weil er nichts ist. Ich habe endlich Saida. Da. Oh Gott. Ich grüße dich. Sei gegrüßt, Said. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich nur um. Wie cool habe ich eigentlich? Das rechte Handwerkszeug. Da. Muss ich erstmal schnell verkaufen, weil ich brauche ein bisschen Geld. Wobei richtig Asche gibt das ja irgendwie auch nicht, ne? Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Genau, im Besitz. Ich brauche 16. Ich kann doch nicht mal mehr rechnen, ne? Danke für deine Unterstützung. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Vorzügliche Wahl. So. Nun gut. Willst du deine Ausrüstung verfeinern? Kosten links. Nee, ist das alles? Ja. Ich sollte mal weiter. Bis demnächst. So. Jetzt geht's ganz kurz zurück und dann geht's weiter. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen pennt. Wo war das? Ach nee, die Tür, ne? Welche Tür war das jetzt schon wieder? Ich würde sagen, eine von den Dorien. Sei gegrüßt. So. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sieh dich um. So. Fassungsvermögen. Erhöhte Dauer oder größer Kreis. Nee, Fassungsvermögen. Machen wir. Und dann brauche ich 90 und hier 150. Also ich brauche ordentlich von dem Zeug. Damit ich dann hier das machen kann. Okay. Genug gesehen? Ja. Eure Hilfe ist unbezahlbar.
Auf bald! So, und jetzt müssen wir einmal durch die Stadt. Wir haben ja auch keine schnelle... Doch, Sternwarte haben wir. Aber das war's. Ja, ich habe ja gedacht, dass bei ihr irgendwie noch eine Sequenz kommt, aber leider nein. Wie gesagt, das mit dem Brief ärgert mich jetzt gerade. Aber da gebe ich auch. Seid gewarnt, dass ein Kobranest Reisenden vor unseren Stadttoren zu schaffen macht. Da gehe ich ganz ehrlich schlecht vorbereitet. Ich war einfach nur schlecht vorbereitet. Ich hätte noch sehen müssen, dass ich noch den dritten Aktionsbalken nicht voll habe. Und aufgrund dessen, dass das gar nicht so sauber funktioniert. Aber leider habe ich da gepennt. Und deswegen habe ich das versaubeutelt. Gehe ich ganz offen und ehrlich zu. Das kann ich auch mal sagen. Ne? Da habe ich echt... So, das hier soll sein. Basim, hey! Neunfinger, hier drüben! Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Ja, wo ist er? So. Die wissenschaftliche Methode. Codex. So, die wissenschaftliche Methode. Die Abbasidenzeit war von wichtigen Errungenschaften gekennzeichnet, welche die wissenschaftliche Arbeit nachhaltig beeinflussen haben. Zu den wichtigsten zählt das Aufkommen dessen, was wir heute als wissenschaftliche Methode bezeichnen. Um die Überprüfung der Daten und Ergebnisse anderer Forscher, seien es zeitgenössische, intellektuelle oder historische Persönlichkeiten wie Ptolemäus, Werkzeuge wie dieser Messer oder dieser Alembic waren für diese Zwecke unerlässlich. Die Gelehrten jeder Zeit wetteiferten um die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Kalifen. Daher mussten sie neue Wege finden, um Wissen zu sammeln und ihre Entdeckung zu untermauern. Dies fachte ihren Durst nach übersetzten wissenschaftlichen Arbeiten aus der Antike oder aus fernen Ländern an. Sie überprüfen dann die Berechnungen oder die mathematischen Beweise dieser rühmlichen, dieser berühmten Gelehrten und verbesserten sie, falls möglich, oder widerlegten sie auch gelegentlich, um sich selbst einen Namen zu machen. Die Gelehrten im Haus der Weisheit arbeiteten fieberhaft daran, die Arbeiten ihrer Vorgänger oder Rivalen zu überprüfen oder und zu kommentieren. Sie bauten Experimente nach und versuchten, die Methodik oder die Berechnungen zu verbessern. Wenn ihre Ergebnisse von denen ihrer Vorgänger abwichen, versuchten sie dies zu erklären, was ihre Nachforschung noch intensivierte. Zu den besten Beispielen für die Anwendung der wissenschaftlichen Methode und dessen, was heute als Peer Review bekannt ist, zählen die Versuche von einer Gruppe von Mathematikern, um den großen Al-Khwarizmi 780 bis 850 den Umfang der Erde durch die Reproduktion von Experimenten aus der griechischen Antike zu bestimmen, sowie die späteren Verbesserungen dieses Versuchs und seine Ergebnisse durch Al-Biruni 973 bis 1050. So. Ahmad signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Da ist auch noch was. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad.
dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Entschuldigung, kann ich dir helfen? Was haben wir ihn hier? Mein Herr, ich spreche mit dir. Ja, du kannst mit mir sprechen. Das heißt noch lange nicht, dass ich gerade... mit dir spreche. Hier ist nichts weiter? Okay. Dann unterhalten wir uns doch noch. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Nun eile dich, es ist nicht mehr weit. Wachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Scheiß in die Hose, was? Eine Lüge! Ja. Halt die Deckung auf! Ja. Wow. Ah ja. Das ist dein Ende! Ah ja. Ich werde dich von meinen Stiefeln kratzen! Ah ja. Ernsthaft? Nein, der steht so schön, dass ich ihn killen kann. So, jetzt kümmere ich mich um diesen, nenne ich jetzt mal Heuchler, Verräter? Ich weiß es noch nicht.